Der schießt auf mich! Das ist Arbeit nur der erschwerten Bedingungen hier! Oh nein! Weg, weg, weg! Scotty, beam me up! Oh, das war knapp. Oh nein, unser Dach brennt, unser Dach brennt! Feuerwehr! Da, 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 da. Warum brennt das hier immer und immer wieder? Wollt ihr mich verarschen? Das ein bisschen brennen ist gut, sehe ich schon weiter, dass die Hütte fackelt. Wie? Noch mehr? Nein. Noch mehr? Nein, das ganze Dach brennt. Mach dir keine Gedanken, Maria, ich kümmere mich da drum. Oh Mann! Was macht ihr? Die Hütte fackelt ab, die Hütte fackelt ab! Weiß. Das Dach, überall brennt das Dach. Warum denn? Oh, ich hab's ausgemacht. In den Augen. Das ist doch keine Idee. Ist eine super Idee. Wir brauchen mehr Glas. Ja, wir müssen nur hier und so. Ich kann doch was nicht einfach immer Glas. Nein, wir machen Feuer. Wir machen Feuerparty. Oh, das schifft. Na, wenn's brennt, regnet, es brennt! Ist weg. Ich hab jetzt nicht mehr alles gelegt, sondern jetzt mal schnell voll gemacht, das Ding. Läuft's halt. Pech. Sieht doch gut aus, wenn's läuft. Genau, ist ein bisschen Bewegung im Boden. Ja, krieg ich vollkommen die Paras. Aber nein, wisst ihr, was der Nachteil ist mit dem Glasboden? Wir können da drauf nichts bauen, ne? Naja, dann reißen wir das ab und machen dann da ein bisschen Kobbel hin oder so, wenn wir da was hinbauen wollen. Okay. Deswegen habe ich ja gefragt, ob wir nicht einfach nur einen Rahmen oder Wege. Ich gehe dann nochmal in Netherpupete und unter Einsatz meines Lebens hole ich mal Lava hier. Also jetzt kann ja nicht mehr an vielen Ecken anfangen zu brennen. Kann ja nur noch hier oder auf dem Klo anfangen zu brennen. Rein, theoretisch. So. Ich fühle ja, mich verfolgt. Das ist sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Ich würde ja gerne noch Glas holen gehen. Kann ich nichts abbauen? Was ist das für ein Dach? Boah, oh, da schnau. Da denkt schon jemand angestrengt nach. Nein, ich laufe weg vor dem Gast. Ach, mit vollem Körper eins, ja? Aber wie du? Du hier draußen mit ein bisschen Wasser. Ich muss im Wettrennen mit dem Gas dir Lava holen, du. Lebensgefährlich. Ich, ja. Magst du die haben? Ja. Magst du die haben? Schmeiß ich in den Lava ab. Ups. Ups. Alter, das regnet. So, out of Lava. Nita leer, ja. Nita ist leer. Gut. Mission accomplished. Komplett dunkel. Genau, komplett dunkel in Nita jetzt. Echte Hölle da unten. Ich hab nur Angst, dass der Gasbim mal das Tor ausschießt. Das haben wir doch schon mal gehabt. Dann hänge ich aber ganz schön fest da. Schon wieder ist er hinter mir. Ich geh mal hier rüber. In sichere Entfernung. Na, sehr schön. Ist doch auch irgendwo ein Gast. In your face. Komm her, du Gast, du Drecksmöhre, du. Ich hau dir in die Fresse rein, ey. Ui, ich brenne. Komm schon, du Feigling. Kannst du noch so blöde gucken.
Hui! Wo schießt denn der hin? Der kann doch nicht mal treffen, die feige Sau. Freu dich doch. Genau. Oh oh. Jetzt trifft er. Ja. Nee, der Portal aus. Nee. Häng ich doch immer fest. Aber wenn ihm so sein soll, schreib uns dienst mal eine Postkarte. Genau. Hui! Ich repariere mal nach. Ja, ich glaube, jetzt können wir langsam damit anfangen. Mit was denn? Dach rauchieren. Wieso habe ich denn immer noch einen Eimer in der Hand? So, ich kann dann jetzt anfangen mit Glas ziehen. Oh toll. Ich fang mal an mit Lava holen, wa? Entweder. So. Der Gast und ich, wir sind schon per Du mittlerweile. Ich hab mein Bild ausgeschlossen. Oh, Uiuiui, das war schon knapp. Uiuiuiuiui. Ich schau mal woanders Lava. Ich hab den Eindruck, sonst kommt dir der Nether irgendwie in Ungleichgewicht. Dann kippt er um oder was? Ja, könnte ja sein. Der ist dann irgendwie, hängt der schief oder so. Und boah, essen muss ich auch mal. Ich bin am Sterben. Ich sterbe. Dann machen wir doch mal hier sowas. Ich bin tot, scheiße, nein, ich hab so viel Zeug im Inventar, lass mich. Also, warum stirbst du denn? Weil ich in die Lava gefallen bin, weil ich einen Brand löschen wollte und jetzt ist alles weg. Ganze Glas. Ja. Och, Fussel. Und das ganze Holz, und meine ganze Fackel, mein ganzes Boot. Und spawnen lässt sich. Und hier brennt's überall. Auf mein Dach. Das Dach, alles brennt, alles brennt! Party! Macht jemand mit bei der Feuerlegeparty! Ja. Wer ist der Pyromane? Mehr Pyromanen braucht das Land! Oh mein Gott! Get the fuck von dem Holz weg! Ich hatte Schimpo gestern auch. Nur schlimmer. Aus. Los, ich mach mal hier noch ein bisschen mehr Lava, ist viel zu wenig Action hier. Bam! Ja, ich brauch erstmal Glas. Oh, das ist der Kuh, wenn du kein Glas mehr hast, ist super. Hm. Gut, wir haben wahrscheinlich am Ende die Bude dreimal gebaut, aber ist ja egal, oder? Wir hätten erst den Boden bauen sollen. Ja, wenn wir gewusst hätten, dass wir da Lava machen, hätten wir das bestimmt gemacht. Aber nur eventuell. Aber nur unter gewissen Umständen, aber auch. Genau. Och, Tür. Aber ich weiß was anderes. Ich baue hier drüber einfach schon mal Erde. Die kann ja dann Fussel einfach wegkloppen. Die fällt ja in die Lava und ist furt. Ich bin schon da, ich bin schon da. Puh, das ist ja ganz schön actionlastig heute hier. Ja. Actioncraft. Genau. Actioncraft auf jeden. Und ab in den Nether Pupeta. Schon wieder? Och nö. Leider führt ja keine U-Bahn dahin. Hm. Wieso brenne ich? Ich brenne, Mann. Scheiße, ich bin im Nether und brenne. Das ist voll schlecht. Scheiße. Scheiße. Ich kann mich nicht mal löschen. Ich spring ins Wasser. Ja. Dann geht's dir jetzt gleich genauso wie mir eben. Nee, ich bin nur in so ein Feuer gelaufen. Und in so einem Feuer ist es ja nicht so schlimm, das geht ja wieder aus. Boah, schon wieder ein Gas, leckt mich doch am Arsch. Ach nee, nicht bei den Schokpreisen. Schiebst du mit, der Wache, Neo? Ja, ich guck von oben. Hier ist doch ein Eimer. Danke. Aua. Der Gas kann mich nicht so gut leiden, habe ich den Eindruck. Ich denke ja selbst, ja. Ja, das hat sich wohl irgendwie erledigt, die Freundschaft. Stimmung ist einmal gekippt. Ja, total gekippt ist die Stimmung. Na, die Schnauze voll. Ja, wahrscheinlich bin ich fremdgefreundet.
Achso, jetzt kann ich erstmal warten. Was ist denn das eigentlich für eine unterirdische Burg, die du hier baust? Das sieht ein bisschen skurril aus. Da sagst du was über die Asymmetrie unseres Hauses, ohne Kack. Unser neues Haus ist gar nicht asymmetrisch. Nö, das ist ungefähr asymmetrisch. Noch ist es eigentlich. Machen Sie mal Platz hier. Holz. Oh, es brennt. Es brennt, das ist ja mal auch mal was ganz Neues. So, ich hab mal wieder 5 Felder hier gemacht. Bau doch einfach die Hütte ab. Boah, Mutti, wie oft muss ich noch in den Keller gehen, die Kohlen holen? Meine Fresse, das hat überhaupt kein Ende. Wer hatte noch mal die Scheißidee? Eine gute Frage. überall brennt's. Mutti! Du hast mal raus? Ja. Hier ist noch eins frei. Korrigiere 13. Ja. 1, gut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Scheiße, der Gast hat mein Tor ausgeschossen. Da lacht er. Ich hab kein Feuerzeug dabei. Da lacht er tot, der Drecksack. Ich hänge fest, Mann. Ich bin verkackt in dieser Welt. Haben wir ein Feuerzeug im Ding? Schick uns Karte. Ich schick eine Karte. Hatte ich es noch im Inventar oder es ist noch in irgendeiner Kiste drin. Ich kann mich ja zu euch porten, aber dann haben wir ja da hier unten kein Portal. Einer muss das Portal, glaube ich, außen anmachen. Ja, dann geh doch gut in Game-Mode, mach es. Nee, weil wenn wir es jetzt wieder aus- und anmachen, dann kommen wir auf woanders raus. Ja, aber hier in der Nähe doch. Das ist doch unmittelbar dann hier. Aber ich porte mich mal. Oh, scheiße, der Gast. Fussel, wo stehst du? Stehst du safe? Dann porte ich mich mal zu dir. Ja. Du stehst sehr fuck in der Lava. Wieso hat Fussel einen Standardskin? Ah, jetzt. Boah, jetzt bin ich aber erschrocken. Standardskin? Ich? Nein. Ich habe unten jetzt kein Fahrrad gefunden. Teilweise läuft das hier aber komischerweise. Naja, egal. Ah, das ist ja total praktisch. Ich kann ja wegmachen, ich bin wieder im Meter. Boah, Action, sofort Angriff. Sie kehren zur letzten Position. Oh, hier brennt. Kann mir jemand Glas bringen? Ja. Oder die Feuerwache übernehmen? Ich gehe. Super. Ja, aber das ist jetzt ein bisschen zeitsparend. Obwohl, hier. So viel ist ja jetzt hier nicht mehr, was abfackeln kann. Das Haus ist schon abgefackelt. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, so ungefähr. Ungefähr 5. Ich bring mal 8 mit. Genau. Lieber zu viel als zu wenig, ich kann mich auch verbauen. Ich mache schon da einen Krach hier draußen. So, mach zu die Hütte, ich mag nicht mehr. So, jetzt muss ich nur noch schnell auf Glas machen. Hier, die Taste drücken. Oder kannst du dir auch selbst setzen? Ist zu spät. Ja. Meine Fresse. Schotten dicht hier. Holz. Mein ganzes Werkzeug, mein ganzes Jutet Eisenwerkzeug ist weg. Ja, das haben wir ja noch. Hättest du jetzt eine Diamantpike gehabt, würde man die cheaten, glaube ich. Aber so ist ja halb so wild. Das haben wir ja alles noch im Wesentlichen. Puh. Jetzt brauchst du alles. Das ist die Kunst des Überlebens in Minecraft. Genau. Mhm. Oh. Warum spielen wir eigentlich Minecraft? Das wurde schon so oft gefragt. Weil es geil ist. Das ist die beste Antwort, ja. Mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Weil es richtig macht. Einfach ausprobieren. Einfach mal Minecraft anzocken. Ja, mal eine geile Welt entdecken. Ich war schon auch begeistert von, aber jetzt finde ich einfach nur noch Sucht. Was ich immer geil finde, ist immer die da immer sagen, da kann man doch gar nichts machen. Ja. Ja, mangelnde Kreativität ist das. Man kann hier nicht. Was soll ich denn hier bauen? Ja, genau.